Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von der Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Ich lasse mal die Zeit laufen. Unsere beiden hatten ein traumhaftes Date, waren in Downtown im Golden 50s unterwegs, haben da in der Fotokabine ein Techtelmechtel gemacht, sind nach Hause gekommen, haben hier eigentlich gerade weitergemacht. Und mir fällt gerade ein, wir haben auch ein schönes Foto. Momentchen. Wo ist denn das Foto von den beiden? Da hatten wir doch eins gemacht. Genau. Fotokabine. So. Das hängen wir natürlich auch auf. Logisch. Ja, und jetzt wird erstmal geschlafen. Und Leon geht's wieder gut. Der ist glücklich und zufrieden. Nachdem er ja seinen Job verloren hatte, war er ja so traurig, dass wir ihn ein bisschen glücklich machen mussten. Ja. Und so weit geht's uns gut. Und ich bin gespannt, was hier die nächsten Wünsche so sind. Ach, sie hat einen Wunsch nach einer... Lalala. Moment mal, das könnte ich doch auch mal... Das wäre ja auch mal eine Idee. Ich wollte ja Laufbahnbelohnung benutzen, aber... Nee, darf ich ja nicht. Aber kaufen darf ich. Und wir haben Geld. Wir haben Geld, Leute. Wir könnten ja mal gucken. Hier, so eine Badewanne. Da gibt's... Ui, die kosten aber viel, ey. Aber gut, zeige ich mal an. Whirlpool, Einweichschüssel von Hahn und Blase. Komfort 6, Spaß 7 und Umgebung 9. Tauche ein in die Einweichschüssel, nimm deine Freunde und Familienmitglieder mit und genieße die 50 Düsen und die Millionen von Blasen, die für ungeahnte Entspannung sorgen. Oder lade doch deinen Schatz ein und dann wirst du sehen, wie heiß das Wasser werden kann. Klingt doch gut. Was ist denn dann hier besser? Ach, da ist Umgebung 10. Ansonsten bringt mir das im Prinzip das Gleiche. Ja, warum denn nicht? Wir haben hier so ein schönes Schwimmbecken. Ich meine, was spricht denn dagegen, wenn wir uns so ein geniales Blubberdingens da hinstellen? Das passt aber da nicht hin, dann kommen die da nicht mehr durch. Aber so vielleicht? Irgendwie, ich muss es nur mal andersrum stellen, damit die da auch rein können. Aber so hier, warum nicht? Ja, so unter die Palme, ne? Oder? Was meint ihr? Sieht doch hübsch aus. Oh, guckt mal. Wir werden immer vornehmer, was wir hier alles schon in unserem Garten rumstehen haben. Apropos, hier vorne ist auch noch Platz. Den brauche ich auch, wenn wir dann mal demnächst vielleicht wieder eine Party machen. Was ja ein Wunsch von Leon ist. Ja, dann könnte man da auch mal eine richtige Gartenparty machen mit Sachen, die ich so auch noch nicht benutzt habe. Ach so, ja, bitte weiterlaufen lassen die Zeit. Und wieder schnell, ja. Aber den Wunsch wollte ich jetzt noch erfüllen. Das hatte ich nämlich im letzten Part noch gesehen. Ich auch, gucke mal, da ist was. Das hatte ich auch noch nicht so. Ja, und gegen Kaufen spricht ja nichts, ne? Und warum sollen wir den beiden nicht auch, also den noch, diesen beiden und den anderen nicht ein bisschen Spaß besorgen hier, ne? Naja, da sie ja immer irgendwie in allen möglichen Sachen ihre Techtelmechtel machen will, ist ja kein Thema. So, wir haben gleich 5 Uhr. Ja, mal gucken, wann die aufstehen. Was ich jetzt machen muss, ist natürlich wieder ein Bild von dem guten Mann malen. Ah, ich glaube, es wird gerade wer wach. Und du müsstest mal auf Toilette und duschen. Okay, es werden beide wach. Okay, Moment, stopp, lass mich mal kurz gucken. Da kann nichts passieren. Er hat immer noch die gleichen Wünsche. Ist ja witzig. Okay, du hast schon wieder Hunger. Ja, dann gehst du die Reste nehmen. Und du gehst bitte zuallererst hier das Tier füttern. Danach kommst du bitte mal duschen und Dings und so, ne? Weil nicht, dass die Kuhpflanze eingeht. Das wäre ja dann auch irgendwo traurig, ne? Und sie hat halt Hunger. Oh Gott, und der Garten sieht aus. Hilfe. Ach, naja, gut, ist ja auch Winter. Aber hier muss er dann auch ganz viel noch machen. So, du kriegst ein Müsli. Ja, ja. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir heute... ja, so eher Arbeitssachen. Ih, stinkt hier. Lass dich nicht fressen, Jessica. Ja, komm, gib her das Mampf-Mampf-Ding. So, bist du satt? Ich hoffe es doch. Reicht? Gut. Lieb sein. Niemanden beißen, niemanden fressen. So, du machst dich erstmal so fertig, genau, und dann gucken wir mal, was wir mit ihm machen können. Ja, müssen wir mal schauen, ne?
Oh, er muss dann auch mal auf Toilette. Ja gut, ist in Ordnung. Und er möchte sich natürlich verloben, was natürlich in Verbindung mit einer Party gar nicht mal so schlecht wäre. Hm, ja, ja, könnte ich mir gut denken. Schade, dass er keinen neuen Job will. Ich hoffe, da kommt irgendwann noch mal was. Und ja, das würde mir nämlich gewisse Möglichkeiten einräumen hier. So, ja. Schmeckt's? Ja, alles gut? Ja, was hast du vor? Machst du irgendwas? Hast du irgendwas geplant? Pupsen. Du pupst die Schüssel an. Ja, was ein Glück saß Jessica da noch nicht. Komm, also sei mal nicht so, dann spül sie auch mal ab, die Schüssel da. Und dann kannst du auch mal die Toilette benutzen und deine Hände waschen. Duschen musst du ja jetzt nicht. Du kannst nachher vielleicht mal die Ausgrabungen machen. Ah, und ich bin gespannt, wann wir dieses schöne Teil da benutzen werden. Mhm. Ja, boah, da ist einer in der Dusche. Meine Güte, das ist die Dame, mit der du, ne? Du weißt schon was. So, wir haben jetzt, naja, kurz vor 8 Uhr morgens. Das ist ja nun noch nicht so... ja gut, die hat ein bisschen Hunger, dann nimm du dir auch mal eine Schüssel und dann würde ich vielleicht doch gerne mal den Garten pflegen, bevor die ganzen Pflanzen kaputt gehen. Oder sollen wir dann erstmal Bild anfangen? Ich glaube, wir fangen zuerst das Bild an, weil was angefangen ist, ist immer gut. Habt ihr eigentlich Post? Nee, Post ist gut. Stinkt hier, verzieh dich hier mal. Komm, mach dich weg hier vom Acker. Stinkt hier Besuch. Du gehst jetzt nicht da rein zu der Kuhpflanze und stinkst die an, oder? Kannst du, glaube ich, auch gar nicht. Ja, ja, du, wir haben da extra einen Zaun drum und der ist gesichert mit Absperrzeugs, Törchen und so. Du darfst da nicht rein. Jetzt kommt er raus. Und mich stinkst aber auch nicht an, ne? Mhm. Gut, wenn du das gemacht hast, dann gehst du dich schon mal umziehen. Wir haben auch kein Bild am Dings. Das ist gut, hier. Outfit zusammenstellen. Alltag, nee. Kleidungsstil. Ich will mal deine Abendkleidung sehen. Was du denn da so zu bieten hast. Naja, müssen wir mal gucken. Ja, ja, hallo. Ja, weil Jessica soll dich ja malen. Momentchen. Zeige mal kurz. Jessica, räumst du auf? Ja. Sie war ja im letzten Part so auf Aufräumen und Sauberkeit bedacht. Oh. Ist das deiner? Warum hast du so viele Abendklamotten? Ey, ich fass es nicht. Aber ich glaube, das war das, was ich auch für dich ausgesucht hatte. Das war ja das andere. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal diesen hier. Dann zieh das bitte mal... nee, nicht und... Oh, Moment. Pause, 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 Pause. Bleibst du mal stehen, du. Umziehen, Abendkleidung. Und dann bitte hier hinsitzen. Lass mal Jessica in Ruhe. Und Jessica spült ab und geht dann... Ja, geht dann mal dahin. Kann noch die Reste wegräumen hier. Beeil dich mal ein bisschen. Auf, Mädel. Mach mal. Okay, dann hier hingehen. Und, Stillleben mal. Das war das. So, jetzt muss ich wieder Pause drücken, damit... Nee, Pause. Ach, damit er nicht dumm guckt, nee, damit er nicht flüchtet, muss gucken, dass du da einigermaßen gut zu sehen bist. Jetzt habe ich den blöden Fernseher drin. Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Kann ich näher ran an dich? Ah, so, noch ein bisschen näher geht nicht. Okay, dann wieder ein Stück zurück und ein Stück darüber. Wie habe ich denn das sonst immer gemacht? Ah, so, noch eins rüber. Okay. Und noch ein Stück. So. So geht's, glaube ich, ganz gut. Nee, das ist zu weit. So. Ja, das nehmen wir jetzt. Oder? Noch ein Stück hinter. Ah, so ist auch gut. So. Seh, dann mal. Er guckt auch gerade so schön. Das ist in Ordnung. So, dann haben wir das wenigstens erledigt. So, dann kannst du auch aus den Klamotten wieder raus und darfst dich wieder umziehen in deine Alltagsklamotte. Dann kannst du hier das weglegen. Go boo. Ja, boo. Genau, und dann darfst du auch, wer war es, mit Jonas telefonieren. Der war ja letztes Mal nicht da.
So, du musst nicht die ganze Zeit in deinem Abendanzug da sitzen, das wäre Quatsch. Ja. Aber sie kann schon mal malen. Das ist halt das Geniale an diesem Stillleben. Beim Porträtieren müsste er die ganze Zeit da rumsitzen. Und das ist dann auf Dauer ein bisschen dumm. So. Ihn hier. Genau. Mit ihm willst du ja plaudern erstmal nur. Wie gut versteht ihr zwei euch denn? Ah, da unten die Leiste ist noch nicht so ganz. Oh, ihn kennst du auch schon, ja? Kannst du auch mal gleich noch telefonieren und mit dem auch vielleicht. Und ja. Ui, und Jessica hat einen Kreativpunkt bekommen. Das ist schön. Also du rufst auf jeden Fall noch zwei Leute an. Das ist schon mal gebongt. Wir brauchen hier immer ganz gute Kontakte. Er hat ja momentan eh nichts Besseres zu tun. Ne, während wir hier schön fleißig malen. Das ist wunderbar. Der wievielte war das jetzt? Doch, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Was willst du? Einen unbekannten Sim treffen. Ja, vielleicht. Das war jetzt schon Nummer 9. Wow. Sie wird Meistermalerin. Leider darf ich ja die Bilder nicht verkaufen. So ein Mist auch. Aber gut, was soll's. Ist nicht schlimm. Ist alles nicht schlimm. Und sie möchte immer noch kein Baby haben. Nein. Und sie möchte sich immer noch nicht verloben. Oh, so ein Pech auch. Hat die jetzt ausgerechnet für der Angst vor der Verlobung? Ein bisschen dumm. So, pass mal auf. Jetzt rufst du noch, ich glaube, er hier war's. Den da an. Auch mal plaudern. Ja. Und wen wollte ich dann noch anrufen, den wir noch nicht kennen? Das war der hier, genau, der Julian Weiß, wenn der denn ein Telefon hat. Okay. Oh, guckt mal, das ist schon besser. Er ist auf 90 gestiegen. Ja, die untere Leiste ist halt immer etwas schwieriger zu erreichen. Ja, und da die beiden momentan nichts groß machen, außer telefonieren und palabern, machen wir das Ganze mal ein bisschen zügiger. Ja, genau, ruft den nächsten an. So, das war dann ist der das? Ja, Julian Weiß, den rufst du noch an. Oh. Aha, der hat auch einen Haushalt. Ist der verheiratet? Hat der irgendwen? Kennen wir den? Den haben wir, glaube ich, in Golden 50s angequatscht. Deswegen kennen die sich. Denke ich mir mal so, weil ich glaube, den hatte ich nicht erstellt. Oh, du bist schon fertig. Halt, 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 halt. Ach, jetzt willst du da zugucken. Oh, guck mal, wie verträumt er da sitzt und ihr beim Malen zuschaut. Das ist echt gut von dir. Das kann dauern, bis das Bild fertig ist. So, du könntest ja mal ein bisschen lesen. Ne? Hast du was zu tun? Ach so, ich wollte ja auch eigentlich mit dir noch graben. Ja gut. Und die Pflanzen da draußen. Oh Gott, die Pflanzen. Mädel, es ist schon 11 Uhr gleich. Oh, hallo. Oh, Mieze. Die will ich haben. Was bist denn du für eine? Halt, stopp. Sissi Faber. Ach, Sissi. Hallo. Süße. Kommst du zu uns? Willst du bei uns bleiben? Oh Miet, ist die süß. Ich möchte sie haben. Aber ich darf nicht. So, so, das ist schon mal ein bisschen erkennbar. Das ist gut. Das reicht jetzt erstmal für den Anfang. Dann gehst du dich bitte um deinen Garten kümmern. Ich wäre ja verrückt. Und vielleicht machen wir dann doch noch eine Party. Viele pflegen und viele gießen und einsprühen musst du auch. So, hast du was zu tun? Ja. Wie weit bist du so lebenstechnisch? Noch 20 Tage. Gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir wieder Lebenselixier trinken müssen. Und pass mir mit der Kuh auf. Nicht, dass du hier irgendwie, ne? Du weißt schon. Ja. Sudele. Und du könntest mal, wenn du eine Party schmeißen willst. Naja, benutzen musst du jetzt nicht. Aber du könntest mal sauber machen und duschen. Das wäre so mal eine Idee, ne? Ja, mach das mal. Damit du. Da, ne? Weißt schon? Ja, das sieht gut aus. Ich muss jetzt hier auch aufpassen, weil man weiß nie, ne? Jessica, wenn die mal auf dumme Ideen kommt, wenn das Ding da die Dings rausstreckt, den Kuchen, traue ich ihr alles zu. Das wäre da nicht so gut, wenn sie selbst dahin geht und das anknabbert. Ja, und Winter. Wir haben Winter und er möchte eine Party schmeißen am Samstag. Das passt ja eigentlich perfekt. Ich würde dann aber gerne noch mal was einkaufen. Ich habe ja so viele tolle Sachen letztens entdeckt, die ich auch noch nie benutzt habe. Partysachen und so. Ja, das zum Beispiel hier. So Lagerfeuerzeugs. Holzscheit der Vergänglichkeit. Was setzt auch du dich von
vor das gemütlich prasselnde Feuer, brate Marshmallows auf einem Spieß, häng mit deinen Freunden ab und diskutiere bis spät in die Nacht über alles, was dir gerade in den Sinn kommt. Holz scheint der Vergänglichkeit. Kein Campingurlaub ohne. Okay. Komfort 2, Spaß 2, Umgebung 4. Was ist das? Boah, das Ding bringt gleich Umgebung 10. Nehmen wir mal hier. Das bringt aber kein Komfort und kein Spaß. Wieso bringt das Ding Komfort? Wann? Nee, warum sollte man sich die Mühe machen, stundenlang Holz im Wald zu sammeln, wenn man es auch einfacher haben kann? Das Instant-Lagerfeuer von Flammenmeer und Co. bietet nun die perfekte Lösung. Es wurde sorgfältig aus vielen verschiedenen entflammbaren Gegenständen zusammengesetzt, die zuvor in leicht entzündbare Flüssigkeiten eingeweicht wurden. Oh Gott, das klingt gefährlich. Zünde einfach ein Streichholz an und genieße dein Freudenfeuer. Ja. Kostet 220 und du kostest auch 220. Das ist gut wie geduft. Oh, ja. Oh, mal. Am besten ziemlich weit vorne. Ja, damit wir hier nicht aus Versehen das Haus abfackeln. Aber das sieht doch schon mal schön aus. Habe ich noch nie benutzt. So, was kann man denn noch alles haben? Das ist das Toast-Ding, das finde ich ja doof. Süßer Fruchtnektar, eine Bar. Ah ja, eine Bar haben wir ja schon. Aber da gab es doch auch noch... Ja, genau, hier. Das Fruchtsaftfass. Das ist doch auch mal ganz witzig. Jo, komm, das holen wir uns auch mal. Könnten wir mal da so hin tun? Jo, da haben wir ein paar Sachen gekauft. Ja, die Ballons. Wie viel Uhr haben wir jetzt gehabt? Keine Ahnung. Wir könnten ja auch einfach mal ein bisschen Party hier so hinstellen, ne? So ein bisschen da ein Luftballönchen und da vielleicht noch eins. Ja, sieht doch hübsch aus. Dann haben wir das Ding hier. Also die, wenn die Party nichts wird und Leute, dann weiß ich es aber auch nicht mehr. Buffet brauchen wir nicht. Nee, das wäre ja Quatsch. Wir haben ja noch zu essen, beziehungsweise können im Notfall was kochen. Ja, und dann mach du mal. Genau, und du gehst hin und machst eine Party. Das finde ich dann ganz witzig. Party veranstalten. Mehrtägig. So, auch wenn es nichts mit mehreren Tagen zu tun hat, aber Party ist cool. Party ist cool. Ja. Bist du am Erfrieren langsam? Nö, ne? Ja, ach so, vielleicht hätte ich die Stühle hinstellen sollen. Egal. So, er ruft an. Oh Gott, er kennt ja kaum Leute. Egal, das wird eine Party mit lauter Jungs. Kennst du nicht auch irgendwelche Mädels? Ich weiß ja nicht. Acht Leute, Jörg Palm. Ah, da ist es. Ja, gut. Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4 Jungs schon. Dann sollten wir mal gucken, dass wir ein paar Mädels dazu kriegen, wenn es geht. Lara. Boah. Und eine Elisa, jo, machen wir auch. Und die Cassandra Grusel, Entschuldigung, kann auch noch kommen. Dann haben wir doch 8, ne? Ich weiß nicht, ob die überhaupt kommen, aber das macht ja nichts. So, dich hätte ich dann auch gerne mal da aus dem Garten raus, irgendwie. So, so, passen wir auf. Stopp, stopp, stopp. Jetzt ist die Frage, wir könnten kurz mal, weil es ist ja tagsüber, ne? Kann uns ja kein Polizist was. Komm mal her mit dem Ding, dann stellen wir das doch mal da so hin und machen hier die Musik an. Dann ist heute Gartenparty angesagt. Dann schalt schon mal an. Es sind nicht alle, was? Gäste erschienen. Wah! Nicht wegkühlen. Und mein Kabel rutscht. Es sind nicht alle Gäste zur Party erschienen. Wenn du Gäste einlädst, heißt das noch lange nicht, dass alle deine Einladung annehmen. Lädst du jemanden ein, der dich nicht besonders mag, ja, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass er nicht erscheint. Alle Gäste sind eingeladen, hol die Getränke und sorg für ein bisschen Musik. Die Party kann steigen. Apropos Musik und Zeit und Party, ich muss mal kurz auf meine Uhr gucken. Ja, dachte ich mir, eigentlich ist der Part damit auch schon zu Ende. Gut, lassen wir ihn noch schnell die Musik anmachen und dann, gucken wir mal. Kannst ja schon mal ein bisschen tanzen hier. Dann tanz mal ein bisschen da rum. Und dann würde ich sagen... Ah, da sind sie ja doch. Ja, supi. Stopp.
dann war's das auch von mir erstmal und ich verabschiede mich mit diesem hübschen Bildchen. Sind ja doch einige gekommen. Ich bin auf das Lagerfeuer gespannt. Hängt da ein Teddybär dran? Um Gottes Willen. Da ist ein Plüschsessel und da ist ein Teddybär. Oh Gott, das wird interessant. Das wird, denke ich, interessant. Wir machen eine Party. Gut, dann bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen im nächsten Part, wie das hier weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.